Lieben, kommt zu einem neuen Video, natürlich hier mit meiner Mutter. Hallo, ich grüße euch recht herzlich. Heute haben wir leckere Berliners gemacht. Erstmal wollte ich diese Berliner überhaupt nicht essen, aber dann habe ich meine Meinung geändert und habe gesagt, ich will ein Stück probieren, aber ohne Marmelade. Und jetzt gehen wir auch schon zur Zubereitung. Wir geben einen Topf Milch und Butter hinein. Und das lassen wir schmelzen, aber das soll nicht kochen, sondern wir wollen nur die Butter schmelzen lassen. Gib in eine Schüssel Mehl hinein und in die Mitte macht ihr ein Loch. Ganz wichtig, wenn die Butter geschmolzen ist, dass die Milch nicht zu warm ist, also wenn ihr euren Finger reintut, dass die Milch dann nicht zu warm ist, sondern es soll lauwarm sein. Ihr gebt in den Loch Hefe, etwas von eurem Zucker hinein und etwas von eurem Milch-Butter-Mischung. Und das verrührt ihr. Wenn ihr das gemacht habt, dann gebt ihr ein Tuch darüber und lasst es 20 Minuten lang ruhen. Nach 20 Minuten nehmen wir den Tuch ab. Ihr seht, da haben sich Bläschen entstanden. Dann geben wir die restliche Zutate hinein. Dafür zählt Milch, unsere restliche Zucker und Eigelb. Und das verkneten wir. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Es ist ein Teig, was an den Fingern klebt. Deswegen haben wir es mit dem Mixer gemacht. Wenn ihr damit fertig seid, dann deckt den Teig zu und lasst es an einem warmen Ort 30 Minuten lang ruhen. Wir haben den Teig nah an der Heizung rangestellt. Wir formen jetzt Kugeln, die wiegen ca. 55 bis 60 Gramm. Folgt uns natürlich auch auf Instagram, weil da sind wir auch aktiv. Ich hatte ja am Anfang ja gesagt, dass ich meine Meinung geändert habe und ein Berliner wollte, damit ich probieren kann. Und das hat mir so gut geschmeckt, dass ich noch zwei wollte. Also deswegen müsst ihr es nachmachen. Die fertigen Bällchen geben wir auf ein Tablett drauf, was wir mit Backpapier ausgelegt haben und mit Mehl bestreut haben. Legt ein Tuch darüber, wenn ihr fertig seid, und lasst es 30 Minuten lang ruhen. Gebt in einen Topf Öl, habt unbedingt ein Thermometer und das muss 160 Grad warm werden. Ein Tipp an euch, stellt nicht den Herd auf die höchste Stufe. Unser Herd geht bis Stufe 10 und das braten wir auf Stufe 3. Aber ihr müsst euch langsam vorantasten und schauen, welche Stufe bei euch auf 160 Grad kommt. Bei uns war der Fehler, dass wir den Herd auf die höchste Stufe gemacht haben und deswegen wurden unsere Berliners so braun. Wenn die Temperatur auf 160 Grad ist, dann geben wir unsere Berliner kopfüber ins Öl hinein. Und dann geben wir unser Deckel da drauf. Von jeder Seite 3,5 Minuten lang braten lassen. Bei uns, wie gesagt, waren unsere ersten Berliners etwas dunkel, aber die anderen haben dann besser geklappt und dann hatten sie eine schöne Farbe. Ich kann euch nur empfehlen, den Rezept nachzumachen, weil es schmeckt einfach unglaublich gut. Die fertigen Berliners geben wir auf ein Küchentuch, damit der Öl gesaugt werden kann.
Wie ihr seht, sind diese Berliners mit der Farbe ganz anders geworden. Also nicht zu dunkel und auch nicht zu hell. Also so soll es eine Farbe haben. So, jetzt machen wir die Füllung. Wir haben Marmelade reingespritzt, aber ihr könnt auch was anderes reinspritzen. Nutella, Pudding, einfach das, was ihr mögt. Wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr gerne Puderzucker streuen oder sie in Zucker wälzen. Schaut euch zum Schluss von diesem Video den Berliner an, wie gut er uns gelungen ist. So, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Abonniert doch unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich will sagen, dass diese Berliner echt lecker schmecken. Also ihr müsst es nachmachen. Es lohnt sich, es ist einfach zuzubereiten. Und es schmeckt einfach so gut. Ich habe es ja später nochmal selber probiert. Und dann würden wir auch schon sagen, tschüss.